Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege hat 2010 auf diesen Feldern hier eine Prospektion stattfinden lassen. Dabei wurde etwas gefunden, und zwar Archäologie, die in die Zeit der Eisenzeit bis Bronzezeit datiert. Das ist etwa 2.000 bis 3.000 Jahre her. Und das ist ein Grund, weshalb im Vorfeld jeglicher Baueingriffe eine archäologische Ausgrabung stattfinden muss. Das ist schon 2010 passiert, jetzt 7 Jahre später hat sich die Stadt Lingen dazu durchgerungen, eine archäologische Ausgrabung zu finanzieren. Und wir sind dabei, in etwa 5 Hektar komplett einmal, ich sage mal, auf links zu drehen. Das bedeutet, dass wir abschnittsweise sämtliche Flächen, die wir hier haben, aufmachen und sämtliche archäologischen Funde und Befunde hier dokumentieren, sämtliche Funde mitnehmen, magazinierfähig machen und zeitlich einordnen. Wir befinden uns hier auf einem Siedlungsareal von der Eisenzeit bis in die Jungsteinzeit. Das heißt also, die Funde, die wir hier gefunden haben, datieren etwa 5.000 bis 6.000 Jahre zurück. Relativ alt. Wir haben aber auch mittelalterliche Befunde und Funde, die eben darauf hindeuten, dass hier im Mittelalter eben auch schon was los war, dass hier Bodenbearbeitung stattgefunden hat, dass hier Wege gelegt wurden, die damals auch schon benutzt wurden.